So, hallo. Mal wieder Java für Anfänger. Beziehungsweise programmiert für Anfänger mit Java. Ich habe schon ewig nichts mehr gemacht. Und heute will ich euch zeigen, was dieses Enum hier kann. Damit kann man Aufzählungen machen und Zustände und solche Sachen. Zum Beispiel, ich habe hier schon ein bisschen was vorgemacht. Braucht man jetzt erstmal nicht, das kann ich euch nachher dann zeigen. Hier habe ich eine Main-Methode drin, da kann ich euch dann was zeigen damit. Und jetzt machen wir mal so ein Enum-Ding. Das ist so ähnlich wie wenn man eine Klasse macht. Hier zum Beispiel kann man ja die Klasse machen und hier kann man auch das Enum machen. Genau. Und sowas, solche Aufzählungen kann man zum Beispiel verwenden, wenn man jetzt beispielsweise, man hat, keine Ahnung, ein Kassensystem oder sowas. Und man kann da mit verschiedenen Sachen zahlen, also Bargeld, EC-Karte, Visa, American Express oder sowas. Und das ist so eine Aufzählung, die man dann da in so einen Typ reinkapseln kann. Also hier dieser Enum-Type. Und genau. Oder man könnte auch zum Beispiel hier zum Beispiel Getränk oder so machen. Und dann könnte man sagen, was es alles für Getränke gibt. Und das macht man jetzt so. Man hat eben hier Public Enum Getränk. Enum steht für Enumeration. Also, ja, so ähnlich wie Aufzählung. Und genau, dann können wir jetzt mal aufzählen, was wir denn für Getränke zum Beispiel anbieten in unserem Café oder was. Oder Bar oder was auch immer. Und zwar gibt es da Cola. Mache ich ein Komma. Dann gibt es Fanta. Ja. So. Dann gibt es Wasser. Und es gibt natürlich Bier. Und Wein. Und keine Ahnung, gibt es noch irgendwas? Was gibt es sonst noch immer? Außer Bier, Wein und normalen Getränken. Kaffee. Kaffee gibt es noch. Kaffee. Weiß gar nicht, wie man Kaffee schreibt. Vielleicht so. Oh, sieht ganz okay aus. Genau. Und jetzt haben wir hier unsere Aufzählung an Getränken, die wir haben. Und jetzt könnte ich hier, also das ist ja so ähnlich wie eine Klasse. Und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel eine Variable davon machen. Also Getränk G. Ist gleich und jetzt kann ich aber nicht New Getränk machen, das geht nicht. Sondern ich kann nur die verwenden, die ich hier reingeschrieben habe. Und dann kann ich jetzt hier eben eingeben. Ja, G. Getränk. Ah, Getränk. Punkt. Und dann habe ich hier zur Auswahl meine ganzen Getränke eben. Und dann kann ich jetzt halt eins davon nehmen. Zum Beispiel hier Wein oder so, ne? Genau. Da gab es hier noch, als ich Getränk Punkt gemacht habe, gab es hier so eine Auswahl an Sachen. Also außer den Sachen, die man hier, also außer diesen Auswahldingern, Entitäten von Getränk, gibt es eben noch andere Funktionen. Zum Beispiel Value of. Das müsste versuchen, ein Getränk zurückzugeben, also eins von aus der Auswahl, die wir haben, wenn wir einen String eingeben. Zum Beispiel könnten wir jetzt machen, G ist gleich Getränk. Value of und dann zum Beispiel Wein, bloß als String eben, genau. So. Und dann machen wir hier am Schluss, machen wir noch ein Sysout, damit wir das überprüfen können. Machen wir einfach G. Genau. Und Wein hat funktioniert. Wenn ich jetzt hier Weine oder so eingeben würde, müsste es dann nicht, dürfte es nicht funktionieren. Genau, weil es das nicht gibt, einfach. Genau. No enum constant Getränke.weine. Also das gibt's nicht. Genau. Was gab es noch? Getränke. Values gibt es noch. Das gibt eben ein Array zurück mit allen Getränken, die wir in diesem Datentyp hier reingeschrieben haben, also Bier, Cola, Fanta und so weiter.
Genau, was man noch machen kann, man kann hier jetzt, wenn man hier ein Getränk hat, zum Beispiel jetzt haben wir ja wieder Getränk.wein. Ah, das war ja auch gerade witzlos. Ich habe vorher schon Wein gehabt, dann habe ich wieder Wein reingeschrieben. Naja, wurscht. Genau. Hier kann man G, .name machen, da kriegt man einfach einen String zurück von dem Ding, also eben dann Wein. Blim, 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 was gibt's noch? Ordinal gibt's. Und das gibt quasi eine Zahl zurück. Und zwar die Stelle, an der das jeweilige Ding dann steht. Eben, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Wein habe, dann ist es hier 0, 1, 2, 3, 4. Also müsste das hier 4 zurückgehen, wenn ich hier g.ordinal eingebe. Genau, gibt dann 4 zurück. Das ist also quasi das Getränk an der vierten Stelle hier. Genau. Noch irgendwas Spannendes. Blum, blum, blum. Nee, sonst gibt es nichts Spannendes mehr. Genau. ToString macht, glaube ich, dasselbe wie Name. Aber genau. Jetzt kann man noch was Spannendes machen hier. Also außer diesen Aufzählungen jetzt nur, kann man jetzt nämlich auch noch machen, dass jedes von diesen Getränken jetzt noch Attribute bekommt, wie bei einer normalen Klasse. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, das Getränk bekommt noch eine Größe jeweils, also in welcher Größe das verkauft wird. Also muss ich jetzt hier aber das abschließen, das ist quasi die Deklaration von den verschiedenen Getränken, die es gibt. Mache ich einen Strichpunkt dahinter, wenn ich fertig bin. Und dann mache ich jetzt hier, kann ich jetzt hier die Attribute zu dem jeweiligen Ding hinschreiben. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier Double und dann Size oder sowas, also die Größe vom Getränk und dann gibt es halt, oder Milliliter oder sowas könnte ich machen. Ja, machen wir mal ML. Aber das geht auch, das ist blöd zu schreiben. Ah, Size wird schon okay sein. So. Size. Genau. Und dann können wir noch, was weiß ich, was gibt es noch bei Getränken? Zum Beispiel noch, wie viel Prozent Alkohol die haben. Also Woll. Genau. Und jetzt müssen wir aber, um diesen Getränken jeweils zuzuweisen, wie viel die von dem jeweiligen Ding hier haben. Also entweder kann ich das so machen, hat halt hier G Punkt und dann kann ich hier auf Size oder Woll zugreifen und das einfach ändern, wie ich will. Aber vielleicht möchte ich nicht, dass man das verändern kann. Zum Beispiel, wenn die hier Final sind. Und jetzt muss ich hier kriege ich jetzt gleich einen Fehler, weil diese Dinge hier nicht initialisiert worden sind. Jetzt müsste ich quasi denen hier jeweils das zuweisen. Und das macht man mit einem Konstruktor, wie sonst auch. Und dafür schreibe ich jetzt einfach hier einen Konstruktor hin. Getränk. Und dann Klammer auf. Zweimal Double. Erstmal Size. Ups, ja, Size. Und dann eben die Volts. Das ist auch ein Double. So. Und dann muss man das natürlich noch zuweisen jeweils. Machen wir hier Size. Nein, das darf man ja nicht. Jetzt müssen wir this verwenden. This.size. Ne? Size ist gleich Size. Und this. Na? Ah, sag schon mal. This.woll ist gleich Woll. So, jetzt haben wir einen Konstruktor immerhin schon mal. Aber jetzt haben wir hier ganz viele Fehler, weil wir hier quasi diese Entitäten von dem Getränk deklarieren, aber nicht richtig, also nicht gemäß dem Konstruktor. Der Konstruktor möchte hier Size und Woll haben. Jetzt müssen wir dahinter einfach hinschreiben, was das für eine Größe und wie viel Prozent Alkohol das Ding hat. Und zwar bei Cola haben wir vielleicht, was weiß ich, die gibt es in, gibt's nur in 033. Ja, halt 0.33. Und hat 0,0% Alkohol. Und hier dasselbe. So. Dann Wasser gibt es vielleicht als, weiß nicht, 0,5 oder so. Und hat auch 0,0%.
5% Alkohol und dann haben wir hier Bier, gibt es als 0,5, 19 oder so. Und das hat, keine Ahnung, was hat denn das? Keine Ahnung. Pff. 4,0%. Ah, vielleicht machen wir mal 3. 3, so. Dann Wein gibt es als 0,25 und hat vielleicht 7%. Und dann haben wir noch Kaffee, gibt es auch als 0,25 und ja. Na, so, hat keinen Alkohol. Genau, so funktioniert das. Und jetzt kann man das hier auch abfragen, zum Beispiel kann man hier eben einfach auf Size oder Volt zugreifen. Machen wir einfach mal G-Punkt hier. Size. Ja. Man kann sich das ausgeben lassen. 0,25. Und das ist eben fest jetzt. Das sind alles Konstanten hier. Das sieht man auch hier an der Seite. Hier steht SF, das bedeutet Static Final. Und die sind also überall gleich und nicht zu ändern. Genau. Und die Attribute jeweils sind final und auch nicht zu ändern. Genau. Man kann hier dann auch noch andere Methoden dazu machen, irgendwie, was weiß ich, soll er irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ausrechnen. Vielleicht, ja, weiß jetzt auch nicht so genau. Vielleicht, wie viele Promille man hat, wenn man ein Bier oder so getrunken hat, aus hier eben der also der Menge und eben der Menge an Alkohol da drin. Oder sowas könnte man jetzt machen. Das ist aber sehr selten eigentlich, dass man das so benutzt. Habe ich bisher eigentlich noch nie gesehen. Ich weiß nur, dass man es eben machen kann, aber eigentlich werden nie irgendwie irgendwelche Attribute zu so einem Enum dazugefügt. Meistens geht es einfach nur darum, dass man hier so eine Aufzählung hat und damit war es das auch schon. Also es geht jetzt meistens nicht darum, dass man hier irgendwie noch Attribute und was hat. Genau. So, das wäre das gewesen. Und jetzt habe ich euch noch ein Beispiel geschrieben für einen Kaffeeautomat. Und zwar beim Kaffeeautomat. Ja. Möchte mal alle Methoden hier zumachen. So. Genau, und zwar der Kaffeeautomat kann eben, da kann man Geld einwerfen, das ist hier eine Public-Methode. Dann kann man einen Kaffee auswählen, das ist eine Public-Methode und man kann aber auch abbrechen, falls man doch keinen Kaffee will. Das ist auch eine Public-Methode und alles andere ist private. Das sind zum Beispiel hier so Sachen wie gebe Rückgeld, dass der Automat dann Rückgeld rausgibt oder dass er einen Kaffee zubereitet oder dass er den Kaffee dann einschenkt und dann wieder sich zurücksetzt. Und diese ganzen Methoden dürfen nur in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden. Und dafür habe ich auch so ein Enum verwendet, der heißt hier Zustand. Und den kann ich euch mal zeigen. Machen wir das hier mal wieder zu. Und zwar gibt es hier den Automatenzustand. Da gibt es eben hier bereit, Geld bekommen, Kaffee ausgewählt, Kaffee zubereiten, Kaffee einschenken, Rückgeld geben und Abbruch. Das sind so die verschiedenen Zustände, in denen der Automat quasi sich befinden kann. Wenn man jetzt zum Beispiel Geld einwirft, dann ist er im Zustand Geld bekommen. Aber er ist auch nur dann in dem Zustand, wenn er vorher bereit war. Wenn er zum Beispiel dabei ist, einen Kaffee einzuschenken und dann Geld eingeworfen wird, dann kann er nicht in den Zustand Geld bekommen gehen. Dann wird einfach das Geld gleich wieder unten rauskommen, weil er dann kein Geld akzeptiert. Und um sowas zu machen, gibt es hier diese, also um das zu prüfen, ob er jetzt den Zustand so und so wechseln darf, gibt es hier eine Methode, die heißt Wechselzustand. Dann sagt man hier, in welchen Zustand man jetzt gelangen möchte. Und dann prüft die Methode, ob das möglich ist, ob das erlaubt ist jetzt. Und zwar habe ich hier ganz viele If-Else-Abfragen. Und die Methode gibt True zurück, wenn man den Zustand wechseln darf und wechselt dann auch den Zustand, wenn es so ist. Zum Beispiel gibt es hier, wenn man jetzt beim Zustand bereit ist, und der Z hier, das ist der, in den man gehen möchte, wenn der Geld bekommen ist, dann ist es okay, dann macht er das. Dann tut er den alten Zustand auf den neuen Zustand hier setzen
und gibt dann zurück, dass es in Ordnung geht. Genau. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt hier im Zustand ist, ja doch, hier Zustand Geld bekommen, dann kann man hier als nächstes kann man Kaffee auswählen zum Beispiel. Wenn man Geld reingeschmissen hat, dann darf man Kaffee auswählen. Darf man in den Zustand gehen. Oder man darf auch abbrechen, dann bekommt man sein Geld einfach wieder zurück. Oder man darf noch mehr Geld reinwerfen, dann ist das hier der Geld bekommen nochmal. Also man darf von dem Zustand Geld bekommen, wieder in den Zustand Geld bekommen gehen. Genau. Und diese Methode funktioniert einfach so, wie ich es gerade erklärt habe. Und dann haben wir hier so Methoden, einfach hier zum Beispiel Geldeinwurf. Und dann habe ich hier eine if-Abfrage. Also wechsle Zustand einfach in den Zustand Geld bekommen. Und wenn das geklappt hat, dann gibt es hier true zurück. Oh, jetzt habe ich hier ein, das stimmt ja glaube ich gar nicht hier. Das muss man wegmachen. So, also wenn das true ist, dann wird das eingeworfene Geld hier aufsummiert. Das ist hier, eingeworfenes Geld wird hier zum eingeworfenen Betrag, also dazu addiert. So. Und dann sagt er hier einfach, wie viel eingeworfenes Geld schon drin ist. Und falls er nicht in diesen Zustand wechseln darf hier, falls er das nicht darf, dann wird gleich der eingeworfene Betrag wird dann gleich wieder zurückgegeben. Also als Geberückgeld von Betrag, den man hier eingegeben hat. Genau. Oder hier Kaffeeauswahl. Kommt hier ein String rein, welchen Kaffee man möchte. Und dann fragt er halt erstmal ab, hier, ob er den Zustand in Kaffee ausgewählt ändern darf. Wenn das in Ordnung geht, dann können wir hier sagen, dass das Rückgeld berechnet wird, weil jeder Kaffee hier 1,20 kostet, also 120 Cent. Genau, wird das Rückgeld berechnet hier. Und dann bereite Kaffee zu vom Kaffee. Das kommt dann als nächstes, also den, wo man reingegeben hat hier, diesen Kaffee, der wird dann zubereitet. Wenn das alles nicht funktioniert hier, wenn man jetzt gerade nicht in dem Zustand ist, wo man einen Kaffee auswählen darf, dann gibt er einfach aus, kann jetzt keinen Kaffee auswählen. Und als nächstes kommt dann eben hier, bereite Kaffee zu, von dem Kaffee, dann, was weiß ich, müsste man hier halt irgendwie noch, wenn man den Automaten tatsächlich steuern wollte, müsste man jetzt hier halt irgendwelche Methoden aufrufen, die dann das Pulver reingeben und das Wasser irgendwie und so. Genau, und die Methode gibt dann halt einfach aus, dass jetzt dieser spezielle Kaffee zubereitet wird. Und als nächstes dann wird der Kaffee eingeschenkt und so weiter. Genau. Und jedes Mal wird halt geprüft, ob man jetzt in den Zustand gehen darf oder nicht. Und je nachdem werden dann die Aktionen ausgeführt oder auch nicht. Genau. Und dann können wir hier mal mit einer Main-Methode so ein paar Beispieldurchläufe machen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, also ich mache mir jetzt erstmal einen neuen Kaffeeautomat. A ist gleich ein neuer Kaffeeautomat. So. Und jetzt kann ich hier sagen, dass ich in den Kaffeeautomat erstmal Geld reinwerfe. Also hier Geldeinwurf. Und zwar werfe ich jetzt mal hier einen Euro rein. Und dann muss ich noch mehr reinwerfen, damit ich einen Kaffee bekomme. Wo ist das? Geldeinwurf, und zwar dann machen wir noch 50 Cent, die kommen danach. Genau, können wir einfach mal checken, was hier passiert. Dann haben wir hier eingeworfenes Geld 100 und dann eingeworfenes Geld 150. Genau, so als nächstes machen wir dann Kaffee auswählen. Wo ist das? Nein. Kaffeeauswahl heißt das, genau. Und dann wollen wir einen Espresso oder so. So. Und dann können wir eigentlich auch gar nichts mehr machen. Dann wird nämlich schon der Kaffee zubereitet. Können wir das mal ausprobieren hier. Genau. Haben wir eingeworfenes Geld 150, dann wird der Espresso zubereitet. Kaffee wird eingeschenkt und dann hier entnehmen Sie den Becher und das Rückgeld sind 30 Cent eben. Genau. Man kann jetzt hier statt diese Auswahl könnte man jetzt auch Abbruch machen. Na, K. Punkt. Na, Punkt. Abbruch. Na, Mensch. So. Und dann bekommt man eigentlich sein ganzes Geld zurück. Checken, ob das funktioniert. Ja, Vorgang abgebrochen, Rückgeld 150.
Genau. Was ich auch machen könnte, ich könnte zum Beispiel hier, bevor ich Geld eingeworfen habe, könnte ich mal probieren, den Kaffee auszuwählen. Kaffeeauswahl. So. Und sagt ihr, kann jetzt keinen Kaffee auswählen. Genau. Und so funktioniert einfach diese Zustandsmaschine irgendwie, die checkt halt immer, ob es funktioniert oder nicht. Und für sowas sind solche Enum-Typen halt auch extrem geschickt. Und genau. Ich habe im letzten Video habe ich gesagt, ich würde vielleicht nochmal File-Input und Output machen, aber da gab es eigentlich nicht mehr so was Spannendes zu machen. Eigentlich habe ich schon alles erklärt gehabt. Genau. Und deswegen habe ich jetzt einfach den Enum gemacht und als nächstes würde ich mich dann mal mit euch an die Vererbung machen. Zum Beispiel. Also Vererbung bedeutet, dass man eben Klassen erweitert und die Sachen erben und so. Das werden wir dann im nächsten Mal dann machen. Genau. Und so viel wäre es dann für heute. Wunderbar. Aufgaben gibt es dann, glaube ich, keine diesmal, weil so wirklich kann man dazu nichts machen. Aber jo, bis zum nächsten Mal.